Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, this is Bamble and Gebabble. Er ist der ranghöchste hauptamtliche Mitarbeiter des DFB und wohl der wichtigste Mann hinter Präsident Wolfgang Niersbach, Helmut Sandrock. Hast du Handy aus? Ja. Mach mal an. Im Ernst? Ja. Die Gäste wollen auch mal sehen, ob du wirklich so viel beschäftigt bist, ob das als klingelt oder nicht. Nachricht eingegangen, guck mal. Ist Nachricht eingegangen? Ja, ja, ich guck nach. Nein, nicht Jogi. Oliver Bierhoff hat unter anderem. Ah, Oliver Bierhoff. Okay. Meine Damen und Herren, also, hier, da sitzt ein echter Weltmeister. War bei Brasilien dabei. Ich habe dir ein kleines, ja, soll ich sagen, Souvenir mitgebracht. Allerdings habe ich jetzt überlegt, ich weiß nicht, was noch kommt heute Abend, welche Schweinereien du noch vorhast. Sofort bereit, wenn das Geschenk gut ist. Drei kritische Fragen. Also, dann stehe ich auf. Soll ich ein Trikot mit 4 Sternen. Und da sind auch die aktuellen Unterschriften der Nationalmannschaft drauf. Bernd, wer kann schon Nein sagen, wenn du einlädst? Vertragsverlängerung Bundestrainer, das bewegt die Nation. Jogi, wenn ich sein Lächeln richtig interpretiere, dann war der auch ganz zufrieden. Man kann die Zahlen und sonstigen Dinge da nicht erkennen. Also ich denke, alle lachen. Der Präsident ist ein bisschen zurückhaltender, aber nein. Weil er die Zahlen kannte. Blatter hat ein Ergebnis da verkündet. Das ist, geht zurück auf eine Abstimmung, 14-8, glaube ich. Aber ich bleibe dabei und da kann ich mich auch nur wiederholen. Das wäre so, als wenn wir unser Pokalspiel auf Helgoland austragen würden, so ähnlich. Da kommt auch kein Mensch drauf. Es gehört auch zur Wahrheit, dass Katar die schlechteste Bewerbung hatte von den letzten 3, die noch mit drin waren. Jetzt eine Prognose. Findet sie dort statt? Und wenn ja, findet sie im Winter statt? Ich glaube, sie wird stattfinden und ich glaube, sie wird auch im Winter stattfinden.